Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst an der Kante. Heute am Gebetstag, dem gemeinsamen Gebetstag, den wir hier in Bistum Aachen gemeinsam mit der Kolumbianischen Kirche feiern. Der Gottesdienst ist gestaltet worden von der AG Braunkohle, des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Aachen. Das sind, vielleicht zeigen wir mal gerade, das ist die Marie-Therese, der Andres, der Walter, Irene und Günther. Wir haben den Gottesdienst und Nicole, das ist die mit den Liedblättern. Wir haben den Gottesdienst heute vorbereitet. Wir wollten mal einen besonderen Blick auf diese Thematik hier lenken, weil für uns sind zwei Inhalte sehr wichtig für den Diözesanrat. Einmal der Punkt Braunkohle, in dem wir uns seit Jahren engagieren und versuchen, ja, dieses Loch mit anderen zu verhindern und das zu stoppen. Aber wir haben auch einen zweiten Inhalt, der für uns wichtig ist. Das ist Kolumbien, eine Partnerschaft mit der Kirche in Kolumbien, wo uns ja auch das Thema Kohle begegnet. Kolumbianische Kohle wird nach Deutschland importiert, wird zum Beispiel in Datteln verbrannt. Und in Kolumbien passieren ähnliche Dinge wie hier. Da werden auch Menschen vertrieben, um Kohle zu gewinnen. Das Wort da ist dann weniger Umsiedlung als eher Vertreibung. Und wir wollen heute an diesem Gebetstag, den wir gemeinsam mit der Kolumbianischen Kirche an diese Parallele erinnern, dass unsere Schöpfung sowohl hier in Deutschland als auch weltweit in Gefahr ist. Wir beginnen mit einem Lied. Wir bringen das alles zusammen. Jesus Christus, du bist mein Leben. Halleluja, Halleluja. Jesus Christus, du bist mein Leben. Du bist mein Leben, Halleluja. Zeugen deiner Liebe sind wir. Ist des Herrn. Und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist. Und wer nicht bedacht ist, auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Der
wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Sebaoth. Er ist der König der Ehre. Ich möchte, dass der gut anschalten kann. Ich möchte ganz kurz in den Bibeltext einführen, damit er nicht an uns vorbeirauscht. Der
Text, ist, den wir hören werden, ist aus dem Buch Joel, aus dem Ersten Testament. Und er beschreibt eine Notsituation und die Möglichkeit von Umkehr. Wir sind ja heute in einer Situation, angesichts der Pandemie, in der auch angesichts der Pandemie und das, was sie alles offensichtlich macht, Hoffnung nicht selbstverständlich gegeben ist. Von daher muss diese Hoffnung erarbeitet werden und der Text macht es mit gewaltigen Bildern der Zerstörung. Es gibt eine Heuschreckenplage, die Nahrung wird aufgegessen, das Volk hungert, Feste sind nicht mehr möglich, es kann nicht mehr gefeiert werden. Die Kriege ziehen, Völker ziehen, die Nachbarn ziehen gegen das Volk Israel, führen Krieg. Die Zukunft ist ungewiss und selbst Gottesdienste können nicht mehr gefeiert werden. Alles Vorzeichen einer Katastrophe, die wir heute hier an diesem Loch, an der Braunkohle, am Braunkohletagebau, hier auch mit Katastrophen konfrontiert sind. Gott ist nicht mehr auf der Seite des Volkes und was kann das Volk tun? Das Volk kann schreien, klagen, Umkehr suchen durch Fasten. Und wenn das Volk umkehrt, wird auch Gott sich erbarmen des Volkes. Im Text heißt es, der Tag des Herrn kommt, Neues bricht an in der Geschichte. Wie sieht das Neue aus? Das hören wir nicht mehr in dem Text. Das kommt dann im zweiten Kapitel. Der Gott der Barmherzigkeit, den reut es, sein Volk zu vernichten und er wird das Volk retten und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit werden herrschen. Das einfach zur Einführung in den Text. Hört her, ihr Ältesten, horcht auf, alle ihr Bewohner des Landes. Ist so etwas jemals geschehen in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt euren Kindern davon, und eure Kinder sollen es ihren Kindern erzählen und deren Kinder dem folgenden Geschlecht. Was der Grashüpfer übrig ließ, hat die Wanderheuschrecke gefressen. Was die Wanderheuschrecke übrig ließ, hat die Larve gefressen. Was die Larve übrig ließ, hat der Nager gefressen. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Jammert alle, ihr Zecher. Euer Mund bekommt keinen Wein mehr zu trinken. Denn ein Volk zog heran gegen mein Land, gewaltig groß und nicht zu zählen. Seine Zähne sind Zähne von Löwen. Sein Gebiss ist das Gebiss einer Löwin. Es hat meinen Weinstock verwüstet, meinen Feigenbaum völlig verstümmelt. Abgeschält ließ es ihn liegen, die Zweige starren bleich in die Luft. Klagt wie eine Jungfrau im Trauergewand, die den Bräutigam ihrer Jugend beweint. Aus ist es mit dem Speiseopfer, mit dem Trankopfer im Haus des Herrn. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Kahl liegt das Feld, der Acker trauert. Denn das Korn ist vernichtet, vertrocknet der Wein, das Öl ist versiegt. Die Bauern sind ganz geschlagen, es jammern die Winzer. Denn Weizen und Gerste, die Ernte des Feldes ist verloren. Der Weinstock ist dürr, der Feigenbaum welk. Granatbaum, Dattelpalme und Apfelbaum, alle Bäume auf dem Feld sind verdorrt. Ja, verdorrt ist die Freude der Menschen. Legt Trauer an und klagt, ihr Priester. Jammert, ihr Diener des Altars. Kommt, verbringt die Nacht im Trauergewand, ihr Diener meines Volkes. Denn Speiseopfer und Trankopfer bleiben dem Haus eures Gottes versagt. Ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus. Versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes beim Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn. Weh, was für ein Tag! Denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt mit der Allgewalt des Allmächtigen. Vor unseren Augen wurde uns die Nahrung entrissen. Aus dem Haus unseres Gottes sind Freude und Jubel verschwunden. Die Saat liegt vertrocknet unter den Schollen. Die Scheunen sind verödet, die Speicher zerfallen, denn das Korn ist verdorrt.
Wie brüllt das Vieh? Die Rinderherden irren umher, denn sie finden kein Futter. Selbst die Schafherden leiden Not. Zu dir rufe ich, Herr, denn Feuer hat das Gras der Steppe gefressen. Die Flammen haben alle Bäume der Felder verbrannt. Auch die wilden Tiere schreien lechzend zu dir, denn die Bäche sind vertrocknet und Feuer hat das Gras der Steppe gefressen. Worte aus dem ersten Evangelium. Wir singen jetzt erst noch mal die drei. Ja. Okay. Du machst einen Schlocken. Braucht Jesus Christus dich, ja brauch ich, ja, um zu sehen zu können, braucht er dich. Um zu lieben braucht Jesus Christus dich, ja brauch ich, ja, um lieben zu können, braucht er dich. Frag, wie er nicht nach Herkunft oder Farbe der Haut, liebe alles, als ihr Schuss sagt, du das Gute. Frag, wie er nicht nach Herkunft oder Farbe der Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. No te importen las asas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y es el bien. No te importe las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Un zu lieben braucht Jesus Christus dich, ja braucht dich, ja um lieben zu können braucht er dich. Un zu lieben braucht Jesus Christus dich, ja braucht dich, ja um lieben zu können braucht er dich. Okay. Ich möchte mit, ja, mit einem persönlichen Punkt beginnen. Ich bin hier in der Gegend aufgewachsen, am Niederrhein. Und mit ungefähr 12, 15 Jahren ist mein Vater, der Kohlenhändler war, zum ersten Mal mit uns durch Lichtsteinstraße gefahren, in das Dorf, das umgesiedelt wurde, durch die leer werdenden Straßen. Und ich weiß, dass bei uns im Auto, in der Familienkutsche, großes Entsetzen herrschte. Entsetzen einerseits und andererseits die Praxis des Kohleverbrennens auch bei uns zu Hause im Haus einfach weitergeht. Ich erzähle das. Es gibt eine lange Geschichte der Kohle in dieser Region und der Spaltung von Erkennen und Tun. Wir sehen das eine und tun das andere. Und es ist schwierig, das miteinander in Einklang zu bringen. Und wir sind nicht frei davon. Ich bin auch nicht frei davon, von diesen Widersprüchen. Mit dem einzusteigen. Aber zu sehen auch, dass Umkehrwandel möglich, nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist. Heute gibt es eine andere Heizung in meinem Elternhaus. Kohle in Deutschland. Ich komme auf 4 Punkte, glaube ich, werden das. Kohle in Deutschland. Kohleverbrauch. Das ist der erste Unterpunkt dazu. In Deutschland ist in Europa Kohle Spitzenreiter. In 2019 waren wir an der Spitze mit 47 Gigawatt installierter Leistung, davon 22 Gigawatt Braunkohle und 25 Gigawatt Steinkohlekraftwerke, ohne Datteln mitzurechnen. Die Herkunft der Kohle sieht so aus, dass seit 2018, seit der Schließung von Ibbenbüren, Steinkohle komplett importiert wird. Etwa die Hälfte kam 2019 aus Russland, 19 Millionen Tonnen, 23% aus den USA, 12% aus Australien und 4% aus Kolumbien. Die Einfuhr schwankt je nach Weltmarktpreis.
Der Kohleausstieg in Deutschland, bekannt, langsam, zu langsam. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die den Kohleausstieg verbindlich gemacht haben. Deutschland gehört zu der Powering Past Coal Coalition, also der Koalition der aussteigenden Länder. Aber die anderen Länder wollen 2030 ihren Strom schon kohlefrei erzeugen. Deutschland hingegen wird 2034 noch die Hälfte der Braunkohlekraftwerke am Netz haben, wenn es nach den jetzigen Plänen geht. Das Strukturstärkungsgesetz macht bisher zu wenig klare Vorgaben. Dafür auch die Mittel für klimafreundlichen Strukturwandel einzusetzen. Die Klimaschutzziele werden zu langsam erreicht. Sie entsprechen nicht den Pariser Klimaschutzabkommen, den europäischen Zielen. Und schuld daran ist eben die zu späte Abschaltung der Braunkohlekraftwerke, die wir ja sehen, und die Inbetriebnahme von Datteln 4. Der Ausstieg müsste 2030 erfolgen, um die Ziele des 1,5 Grad maximalen Erwärmung zu erreichen. Kohle in Kolumbien. In Kolumbien gibt es viele kleine, artisanale, also handwerkliche Minen von Familienbetrieben in Cundinamarca, Boyacá. Bekannt ist bei uns aber die große Mine El Cerrejón. Für die Bevölkerung dort ist El Cerrejón ein Arbeitgeber, ein wichtiger Faktor, trotz aller umstrittenen Situationen, die damit zusammenhängen, vom Arbeitsschutz her, von den Umweltbedingungen, von der Vertreibung der Menschen ohne Entschädigung, ohne ausreichende Entschädigung. 5.000 Menschen sind angestellt bei El Cerrejón, 5.000 andere haben zusätzlich Arbeit dadurch. Die Mine trägt ungefähr knapp 50%, 43% zum Bruttoinlandsprodukt des Departements La Guajira bei. Und 2019 hat El Cerrejón angekündigt, dass man zum Jahr 2032 die Kohleausbeutung beenden will und 34 die letzten Verträge auslaufen. Dann braucht es in Deutschland 2034 auch keine Steinkohle mehr. Und es zeigt einfach, dass der Preisverfall dazu führt, dass in Kolumbien wie in Deutschland gilt, die Fossilen sind ohne Subventionen längst unrentabel. Und in Kolumbien ist das eben ein Beispiel mehr. Seit dem 31. August, also seit 6 Tagen, befinden sich 5.000 Mitarbeitende von Cerrejón im Streik. Es geht dabei um Tarifauseinandersetzungen, um erkämpfte Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen, um Transport, Arbeitssicherheit, Schulbildung für ihre Kinder. Das Unternehmen will Zusagen zurückfahren, für Zahlungen zurückfahren. Die Umweltaspekte spielen keine Rolle. Neben Kohle ist Erdgas das zweitwichtigste Produkt des Departements Guajira. Chevron hat seine Förderlizenzen dem staatlichen kolumbianischen Konzern Ecopetrol überlassen, auch weil es nicht mehr rentabel zu fördern ist. Es kann kein Geld mehr damit machen. Im Hintergrund läuft immer mit die Verfolgung von Gewerkschaftern, Menschenrechtlern, Umweltschützern. Zum Thema Wasser, geht manchmal verloren. In der Guajira sind ungefähr nach staatlicher Zählung 500 Kinder in den letzten 10 Jahren ums Leben gekommen, aber vorzeitig gestorben, im Alter zwischen 0 und 5 Jahren. Und die indigene Gemeinschaft der Wayuu sagt, 4.000 Kinder sind seit 2010 gestorben, bei einer Bevölkerung von ungefähr 380.000. So, die Zahl der toten Kinder, die aufgrund des verschmutzten Wassers und fehlenden Wassers verdursten oder eben an Krankheiten sterben. Es gibt eine Koalition von Nichtregierungsorganisationen und von aus der Zivilgesellschaft in Kolumbien, die versuchen, den Staat dazu zu bringen, seine Aufgaben zu erfüllen. Und sie sind verurteilt worden vom kolumbianischen Verfassungsgericht, der Staat, dass es seine Aufgaben erfüllen muss, aber er macht es nicht. Soweit mal die Rahmenbedingungen. Was bewegt uns hier dazu, als Christen, Christinnen, als Menschen guten Willens zu überlegen, dass wir für eine andere Form der Energieversorgung eintreten wollen? Und das nicht isoliert Energievertretung, sondern für eine andere Form des Konsums, der Produktion, der Wirtschaft,
weil diese Wirtschaft eben nicht zukunftsfähig ist und dieser Lebensweise. Beim Propheten Joel heißt es, wenn es zu dieser Umkehr kommt, verspricht Gott, so der Text, er wird seine Geistkraft auf alles Fleisch ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure Alten werden Träume träumen und eure jungen Leute werden Visionen haben. Abgesehen von allen Polemiken, die es über Visionen gibt, der Gedanke, dass eine andere Welt vorstellbar wird, wenn es zu einem anderen Leben kommt, wenn es zu anderen Schwerpunkten kommt. Und wenn das für uns Punkte sind wie Freiheit, Gemeinwohl, ökologische, soziale Gerechtigkeit, Solidarität oder auf die Energiediskussion bezogen, Suffizienz, Effizienz, dann wird etwas erfahrbar von dem Neuen. Aus dem Christlichen heraus zu sagen, da nochmal den Gedanken von Laudato Si aufgreifend, aus den indigenen Kulturen aufgreifend, alles ist mit allem verbunden. Diese Vorstellung, dass der Mensch Teil der Natur ist, dass wir Teil der Natur sind, nicht über der Natur stehen, in Beziehung zu anderen, zu den Mitmenschen stehen, in Beziehung zu der natürlichen Umwelt, Mitwelt stehen, in Bezug zu uns selber und zu Gott oder zur Transzendenz stehen. Menschen als Beziehungswesen. Und das Problem darin besteht, so die Analyse, dass unsere Beziehungen gestört sind, dass wir nicht im Einklang mit uns selber, mit den anderen, mit der Schöpfung stehen und deswegen auch nicht Gott verbunden sind. Was heißt das fürs Handeln? Wenn ich das auf drei Beziehungen herunterbreche, dann als erstes das Umkehren, Beziehungen wiederherstellen, Beziehungen heilen. Das ist ja der Grund, weshalb wir uns heute Abend auch treffen, um zu beten, zu singen, uns zu verbinden mit Transzendenz, mit Kraft, mit dem, den Christen in Jesus Christus erkennen, der Befreiung bringt, der sagt, wir sind angenommen, anerkannt, ohne Leistung, einfach haben wir unsere Würde in uns selbst. Leben ist Geschenk, ist nicht etwas Verdientes, was wir machen. Wir haben es bekommen, unerwartet, unverhofft bekommen. Diese Beziehungen wiederherzustellen, zu heilen. Ähnlich können wir es ja auch sagen bei der... Jetzt ist wieder da. Es stellt sich, glaube ich, von selber auf. Ähnlich können wir es sagen bei der Corona-Pandemie. Es gibt die Art, Corona zu bekämpfen, zu sagen, wir müssen einen Impfstoff finden und wir führen einen Krieg gegen den Virus. Oder wir sagen, unsere Beziehungen sind zerstört, die Menschheit kommt zu nah an die tierische Lebenswelt, an die Wälder, da werden Beziehungen gestört, die Habitat ist nicht mehr die, die Leben auf der Erde ermöglicht. Der zweite Punkt wäre, die Politik zu ändern, die Ausrichtung unserer Politik. Wir können sagen, wir lernen neu, lokale und regionale Wertschöpfungsketten zu fördern, das Lieferkettengesetz, ein Schuldenerlass für die ärmsten Länder, neu das Gesundheitssystem wieder aufzubauen. Das lernen wir an unserer Arbeit bei Miseria, wie wichtig und wie vernachlässigt die Arbeit am Gesundheitssystem ist, aufgrund der Ideen von Privatisierung und Investitionen in ressourcenintensive Industrien. In der deutschen Politik, klar, braucht es eine viel ambitioniertere Klimaschutzpolitik, die dazu führt, dass eben 2030 eine der bekannten Forderungen 75% unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien kommen und nicht erst nur 65%, so der Konsens vieler Organisationen, die für den Klimawandel, die für den Klimaschutz arbeiten. Zuletzt möchte ich noch auf die Kirche zu sprechen kommen. Wir sind ja hier auch als kirchliche Menschen, die an der Kirche angehören. Und zu sagen, wir erleben zurzeit eine Reihe von Erneuerungsprozessen, Reformprozessen der Kirche, um Machtmissbrauch, der zu sexualisierter Gewalt führt,
die Beteiligung von Frauen, Mitentscheidung, das Rechte, die Formen des Lebens in der Kirche, alles das steht zur Diskussion. Doch auf dieser Agenda stehen weder auf nationaler Ebene beim Synodalen Weg noch hier im Bistum Aachen Fragen von Zukunft, von Überleben in der Zukunft. Klimawandel, Biodiversität, alle diese Fragen finden Sie nicht in den kirchlichen Reformprozessen zurzeit. Und ich glaube, kirchliche Reform macht keinen Sinn, ohne diese Fragen zu bearbeiten. Wozu soll Kirche da sein, wenn sie sich nicht an den entscheidenden Fragen unserer Zeit abarbeitet? Der zweite Punkt: ambitionierte ökologische Ziele innerhalb der eigenen Reihen zu verwirklichen. Und dass wir uns dafür einsetzen, dass das Geld von unseren Organisationen eben so angelegt wird, dass es nicht in Kohle und anderen Bodenschätzen investiert wird, die eben zur Zerstörung der Erde und zur Ausbeutung von Menschen führen. Nach Möglichkeit erneuerbare Energien fördern in unseren eigenen Häusern. Das Ackerland, wie wird das Ackerland von Kirche zur Verfügung gestellt? Wem wird es zur Verfügung gestellt? Wird es für biologische Landwirtschaft genutzt oder für was wird es zur Verfügung gestellt? Und das Dritte, dann mitarbeiten an einem gesellschaftlichen Konsens, wenn man das so wagen sagen will, für den früheren Kohleausstieg und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Also sich zu beteiligen, in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, in Konflikte zu gehen. Da, wo das noch überhaupt ein Thema ist, sein kann, natürlich auch dazu beizutragen, dass Kirchen nicht freiwillig geräumt werden, aber da kennen wir die Diskussion. Aber da so weit wie möglich eben Widerstand zu leisten. Zum Schluss möchte ich noch einen Text zu Gehör bringen, der aus der Botschaft von Papst Franziskus zur Schöpfungszeit ist. Jetzt vom 1. September bis 4. Oktober gibt es einen Text, eine Botschaft des Papstes für diese Zeit der Schöpfung. Am Tag des heiligen Franziskus geht das zu Ende. Und in diesem Text ist dieses Jahr eine Zusammenfassung eigentlich der päpstlichen Überlegungen zu Schöpfung, zu Gerechtigkeit. Es lohnt sich, den zu lesen. Sie finden den auf dem Heiligen Stuhl. Ja, heute fängt man an, da zu lesen. Es ist eine gute Zusammenfassung auf 3 Seiten und ich möchte Susanne bitten, dass sie den Absatz über Pandemie zum Schluss vorträgt. Die aktuelle Pandemie hat in mancher Hinsicht dazu geführt, dass wir einfachere und nachhaltigere Lebensstile wieder neu entdecken. Die Krise hat uns in einem gewissen Sinn die Möglichkeit gegeben, neue Lebensweisen zu entwickeln. Man hat gesehen, wie sich die Erde erholen kann, wenn wir sie zur Ruhe kommen lassen. Die Luft ist sauberer geworden, das Wasser klarer. Tierarten sind an viele Orte zurückgekehrt, von denen sie verschwunden waren. Die Pandemie hat uns an einen Scheideweg geführt. Wir müssen diesen entscheidenden Moment nutzen, um überflüssige und zerstörerische Aktivitäten und Ziele aufzugeben und Tugenden, Beziehungen und schöpferische Initiativen zu pflegen. Wir müssen unsere Gewohnheiten in Sachen Energieverbrauch, Konsum, Transport und Ernährung auf den Prüfstand stellen. Wir müssen unsere Volkswirtschaften von ihren nicht notwendigen und schädlichen Aspekten befreien und für den Handel, die Produktion und den Transport von Waren ertragreiche Möglichkeiten entwickeln. Kommen wir jetzt zu den Fürbitten. Gott, unser Vater, du hast uns die Erde gegeben, damit wir sie bewahren. Hilf uns, die Schöpfung zu achten und zu schonen, damit auch zukünftige Generationen auf der Erde leben können. Ja, wir
Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, gib uns langen Atem, die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft immer wieder darauf hinzuweisen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch umzusetzen, um unser Klima zu retten. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater und unsere Mutter, schenke uns Ehrfurcht und Achtung vor der Schöpfung. Hilf uns, menschliches Leben zu schützen, wo es gefährdet ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, wir denken auch an die vielen Völker im Süden unseres Planeten, die jetzt schon in erschreckender Weise an den tödlichen Folgen des Klimawandels leiden. Gib ihnen die Hoffnung, dass wir selbst, unserer Verantwortung für Wandel und Umkehr gerecht werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir denken auch an die Menschen in der gesamten Welt, die aufgrund des Klimawandels mit starker Dürre zu kämpfen haben und so ihre Lebensgrundlage verlieren und sich und ihre Familie nicht mehr ernähren können. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen jetzt das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Laudato si, o mio Signore, laudato si, o mio Signore, laudato si. O mio Signore, laudato si, o mio Signore, sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen, sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne, sei gepriesen für Meer und Kontinente, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr, laudato si, o mio Signore, laudato si. O mio Signore, laudato si. O mio Signore, laudato si. O mio Signore, sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten. Sei gepriesen für Nächte und für Tage. Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr, laudato si. O mio Signore, 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 sei gepriesen für Wolke, Wind und Regen. Sei gepriesen, du lässt die Quelle springen. Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar. O mio Signore, laudato si. O mio Signore, laudato si. O mio Signore, laudato si. O mio Signore, sei gepriesen für deine hohen Berge. Sei gepriesen für Feld und Wald und Täler. Sei gepriesen für deine Bäume Schatten. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr, laudato si. O mio Signore, laudato si. O mio Signore, laudato si. O mio Signore, laudato si. O mio Signore. Ja, bevor wir jetzt gleich den Gottesdienst beenden, wollte ich noch zwei Hinweise geben, beziehungsweise einmal mich im Namen der
Braunkohle AG und des Diözesanrats bedanken, dass wir diesen Gottesdienst gestalten konnten, auch an alle, die mitgemacht haben, die jetzt auch hier sind. Ich gehe davon aus, ich weiß es aber nicht zu 100%, dass nächste Woche wieder ein Gottesdienst stattfinden wird. Ja, okay. Ja, ich kann das bestätigen. Nächste Woche Sonntag findet um 18 Uhr ein Gottesdienst quasi in Lützerath City quasi statt, vor dem Hof von Eckhardt, quasi um den Anschluss nochmal zu machen an den Tag der Denkmäler. Dazu herzliche Einladung. Und ich wollte noch einmal quasi eine kleine Fürbitte mit einfügen. Die Monika, die war hier schon häufiger beim Gottesdienst, die ist heute gestürzt und deswegen im Krankenhaus, und dass wir sie quasi hier mit in den Gottesdienst mitnehmen und an sie denken. Das wollte ich noch einmal kurz sagen. Genau, und ich wollte noch sagen, wir hatten ja, also heute ist ja auch der Gebetstag, der gemeinsame Gebetstag mit der Kolumbianischen Kirche. Das feiern wir im Bistum Aachen. Wir haben eine langjährige, seit 60 Jahren etwa bestehende Kolumbien-Partnerschaft. Also da ist das auch alles draus entstanden. Und wir hatten halt vor 2 Jahren, 2018, eine Dialogtagung zum Thema Kohle, wo wir genau auf dieses Thema hingewiesen haben. In Kolumbien findet genau das statt, was hier auch stattfindet. Und wir haben, ich wollte einfach nur sagen, eine Dokumentation gemacht, die findet man, wenn man ganz einfach bei Escosia, Diözesanrat und Kolumbien und dann Tagung oder auch Kohletagung eingibt, da findet man die Dokumentation und alle möglichen Vorträge und Infos, die auch der Markus vorgetragen hat. Okay, Abschlussgebet, alle zusammen. Jo. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit lieben. Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemanden schaden. Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten. Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber, damit wir Schönheit sehen und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde. Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten, zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Bevor wir uns jetzt unter den Segen Gottes stellen, möchte ich mich aber noch ganz schnell bei Pablo bedanken. Beim Pablo, unser kolumbianischer Gitarrist, der heute den Gottesdienst mit bereichert hat. Ich finde, das ist nochmal eine ganz besondere Beziehung jetzt auch heute zu diesem Gebetstag, wo der in Kolumbien stattfindet und hier, und wo wir uns doch an beiden Orten einsetzen, dass ein möglichst balder Kohleausstieg stattfindet. Steinkohle wie die Braunkohle. Wir müssen raus aus dieser Verbrennung dieser Kohle. Zum Schluss auch ein Gebet, das aus dieser Gebetsordnung. Ich glaube, es ist aus wieder. Ja, ist wieder aus. Aber wir machen, da ist unten so ein Knöpfchen. Okay. Ja, jetzt ist wieder. Jetzt ist wieder. Ein Stück aus dem Gebetsablauf, der an beiden Orten in beiden Ländern gebetet wird. Herr unser Gott,
der du uns Vater und Mutter bist. Lass Gerechtigkeit niederregnen wie Morgentau. Erhalte die Hoffnung auf das Leben, das blühe. Begleite unseren Weg des Glaubens und des Widerstandes, dass die Solidarität unter den Völkern wächst. Lass uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren, Frieden und soziale Gerechtigkeit, auf dass deine Liebe eine neue Gesellschaft regiert. Heute mit all unseren Glaubensbekenntnissen, verschiedenen Kulturen und Völkern wollen wir am Frieden bauen. Mit dem Blut der Märtyrerinnen und Märtyrer, mit deinem lebendigen Wort, mit Widerstand und Träumen, mit Tanz, Gesang und Lob, mit dem Regenbogen, der den Weg weist, mit unserem Leben verwandelt in Hoffnung, mit Gerechtigkeit, der Furcht der Wahrheit. Oh, wenn dein Friede doch nur heute schon käme, Herr. Und so segne uns der allmächtige Gott für unseren Weg des Widerstandes, des Engagements und für unseren Alltag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Singen wir das letzte Lied. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Dios tiene.